Ich bin ja jetzt so ein bisschen in diesem Reaction-Business angekommen, nach einem Video. Aber ich dachte, ich sage einfach 400 Mal. Das liegt aber daran, dass ich so viele Frikadellen gegessen habe. Hier liegen auch noch zwei, weil ich dachte, die lasse ich liegen, weil zwei Frikadellen, also es sind so Kichererbsen-Frikadellen, ist ja auch völlig egal, da liegen noch zwei Frikadellen und die anderen 10 habe ich gegessen. Deswegen bin ich voll. Und volle Menschen sagen viel. Wir reagieren auf ein Video bezüglich Bewerbungsmappen an Kunstunis, weil ich diese Sachen immer sehr schwierig finde, wobei ich gar nicht vorverurteilen möchte oder sowas. Ich weiß nicht, das Video kann ja auch total gut sein. Ich habe da einfach random, ich glaube, das dritte aus der Suchfolge gepickt, weil ich das erste nicht nehmen wollte. Es hatte so überhaupt gar keinen Grund. Also es kann natürlich sein, dass die Frau alles wunderbar erzählt. Ich finde aber zum einen Kunstunis sehr schwierig. Ich habe früher selbst Mappenberatung gemacht und auch das fand ich immer schwierig, weil warum will man da hin? Das ja, mit anderen Leuten zusammen malen und sowas, das verstehe ich alles, aber der Grund, warum ich so viele Schüler auf eine Kunstuni gekriegt habe, ist, dass ich einfach genau wusste, was die sehen wollen. Und wenn du einfach nur dazu da bist, um jemanden so zu pleasen, dann ist das, weiß ich, mehr wie so eine kleine Kunstsekte als eine Örtlichkeit, an der man sein künstlerisches Ich so ein bisschen stärkt, seinen Stil findet. Aber ist ja auch egal. Hier geht es um Projekte, Arbeiten, die sie gemacht hat, um an der Kunstuni angenommen zu werden. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es da um die Kunstuni Münster. Ich kenne mich hauptsächlich mit der Uni aus Offenbach aus. Aber wir gucken da jetzt einfach mal rein. Ich bin schon ein bisschen gespannt, besonders weil ich halt so eine differenzierte Meinung dazu habe. Ja, ich habe das, wie gut, oder? Es klappt einfach hervorragend hier. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass alles von Anfang an ist. Hi, ich bin Helen. Ich zeige euch heute meine Bewerbungsmappe für den Studiengang Freie Kunst. Ich wurde an der Kunstakademie in Münster angenommen und genau, habe damals auch, als ich meine Mappe eben vorbereitet habe, ziemlich intensiv Liegt das Rauschen an mir? danach gesucht, irgendwie auf YouTube, um ein bisschen Inspiration oder sowas zu finden. Aber es gab nicht so viel auf YouTube irgendwie und deswegen dachte ich, dass Wieso es die vielleicht Musik? Wieso die Musik? Wieso das Rauschen? irgendjemand helfen könnte und genau, deswegen würde ich sagen, starten wir gleich mal. Vielleicht das Intro. Genau, ich habe angefangen mit einem Selbstporträt, weil ich eben ziemlich gerne Porträts male und mir das halt ganz gut gefallen hat. Und ja, man sieht mich mit Maske, die ich nicht richtig über der Nase trage. Das Bild heißt Verzweiflung. Ich bin auch teilweise. Also, nicht zu dem Werk, das ist gut gemacht, das ist eine schöne Arbeit an und für sich, aber das ist so das Erste, was ich immer super anstrengend finde, die, zumindest in Bezug auf Offenbach, da wollten die viel sehen, was mit Skizzen zu tun hat, die wollten sehen, wie man sich entwickelt innerhalb von der Mappe, so ein bisschen in roten Faden, verschiedene Arbeiten. Für Offenbach wäre das zum Beispiel viel zu plakativ gewesen, viel zu pathetisch, da dieses Verzweiflung, Schrei, Schmerz. Und sowas, das wäre in Offenbach zumindest, hätte das überhaupt nicht funktioniert, weil es halt, also da müsste im Prinzip nur noch Trauer hinten dran stehen oder Wut und dann hätte es, ja, weiß ich nicht, dann ist es wie auf ein weißes Pferd Schimmel schreiben. Aber an und für sich gut gemacht und kann natürlich sein, dass das da sehr gut ankam und dass die in Offenbach was anderes wollten, aber das finde ich immer total schade, dass in ganz vielen Kunstunis hauptsächlich gruselige Sachen und wütende Sachen und sowas, dass da eher das gesehen werden will. Das finde ich total schade, weil ja Kunst durchaus auch flippig, um da mal einfach die Monika aus mir rauszuholen, so ein bisschen bunt und lustig sein darf. Aber ganz, ganz viele Kunstunis bestehen auf so destruktive, diepe psychische Nummern. Das hat aber gar nichts mit ihr zu tun. Ich wiederhole das ungefähr 8000 Mal, weil ich nicht will, dass sich da jemand offended fühlt. Ich war so ein bisschen verzweifelt während der Mappenvorbereitung. Aber genau, ich wollte mit einem Banger starten, mit einem Bild, was mir halt gut gefällt und deswegen habe ich das genommen. Ich finde das, was hinter ihr steht, zum Beispiel 100-mal interessanter als das, was sie gezeigt hat. Ich hoffe, dass sie das auch noch zeigt. Das würde ich gern sehen. Dann als zweites, man muss es noch dazu sagen,
sagen, dass ich meine Mappe so ein bisschen in Themenbereiche eingeteilt habe, damit es so eine Art roten Faden gibt. Ist jetzt auch nicht wichtig oder so, aber ich habe dann eben angefangen mit dem Thema Reisen. Also ich war, bevor ich die Mappe gemacht habe, eben viel reisen und habe dazu dann ein Buch angefertigt. Das war das erste Buch, was ich jemals gebunden habe mit irgendeinem YouTube-Tutorial. Das fällt mittlerweile auch schon ein bisschen auseinander. Da glaube ich auch, es wäre viel stärker, wenn da nicht draufstehen würde, frei sein oder sowas. Das ist direkt so ein, hey, ich schreibe dir die Message mal besser vorne drauf, vielleicht verstehst du es sonst nicht. Das ist sowas, finde ich immer super schade, weil das dem Ganzen einfach so ein bisschen, das nimmt dem so viel Raum und so viel Freiheit, wenn du vorne drauf schreiben musst, was drin ist. Also ist ja kein Leibniz-Keks, ne? Das, ja, also finde ich fast schade, dass das vorne drauf steht. Genau, ich habe mir so eine Weltkarte bestellt, dass da irgendwie so drum geklebt und es hätte auch viel spannender sein können, wenn man nicht die Weltkarte nimmt. Was macht denn Reisen aus? Ne? Das muss ja keine Weltkarte sein oder sowas, sondern viel eher, weiß ich nicht, welches Scheißhauspapier ist wo relevant oder sowas. Das, ich glaube, man hätte das schon äußerlich viel interessanter schmücken können als mit einer Karte. Dann eben jede einzelne Seite mit Skizzen und irgendwie so eine Art Tagebuch. Die Skizzen finde ich ultra interessant. Ich mag die Autoskizze da unten. Und Fotos. Und ja, das ist dann so entstanden. Das hat ziemlich lange gedauert, mit am längsten eigentlich von den Arbeiten aus meiner Mappe. Aber es hat auch mega viel Spaß gemacht und ist halt wirklich auch sowas. Das ist eine interessante Seite. Wobei ich die rote Zeichnung nicht so stark finde wie das in der Mitte, wo der komische Smiley drauf ist. Und das Foto mit dem Bein? Nee, Arm? Ist es eine Achsel oder ist es ein angewinkeltes Bein? Die finde ich spannend. Und auch solche Auszüge wie der Screen von dem FaceTime und so, das finde ich viel spannender als jetzt die Seite vorher mit dem Grün und dem Fahrrad oder so. Das ist so plakativ und abgegriffen und das wirkt eher so, weiß ich nicht, so echter, authentischer. Für mich auch gewesen so ein bisschen, ja, und das fand ich eigentlich ganz gut, weil man mich dann irgendwie auch direkt, glaube ich, ganz gut kennenlernt, weil es halt wirklich, wirklich sehr persönlich ist. Ich muss auch echt gucken, was man hier lesen kann. Ja, aber genau, das war eben die zweite Arbeit. Dann passend dazu hatte ich auch noch so ein kleines Sketchbook angefertigt. Skizzenbücher sind in fast jeder Mappe einfach super wichtig. Das ist zum einen dazu da, um zu sehen, was malst du, wenn du nicht drüber nachdenkst? Also wenn du einfach skizzierst, wenn du ganz frei arbeitest, wenn du so arbeitest, dass es im Prinzip weggeworfen werden kann. Da sind meistens die spannendsten Arbeiten drin. Wenn ich früher Mappenschüler hatte, dann habe ich immer in den Skizzenbüchern geguckt, woran man am besten weiterarbeitet, was man ausfallen könnte. Weil da bewegt man sich ganz anders drin als in so einer bunten Arbeit auf einer großen Leinwand oder in einem schön gebundenen Buch oder. Also jetzt wie dieses Projektbuch. Man bewegt sich in so einem Skizzenheft. Je schmutziger und dreckiger das Papier, umso freier bewegen sich die meisten Leute da drauf, weil es nicht schön sein muss. Und sobald es nicht mehr schön sein muss, hat es Raum, interessant zu werden. Ich habe auf jeden Fall einen Mappenkurs gemacht und mir wurde gesagt, dass das ganz gut ankommt. Hier sind dann eben so... Tut mir leid, diese Mappenkurse kommen tatsächlich gut an. Besonders, also externe Mappenkurse kommen in der Regel nicht gut an. Ich habe auch meinen Schülern immer gesagt, die sollen das möglichst verschweigen, dass sie noch bei einer externen Beratung sind. Aber die Mappenkurse, die von den Unis angeboten werden, die meisten machen das, die kommen immer sehr gut an. Seid da so regelmäßig wie möglich. Das zeigt ja einfach nur, dass ihr Interesse habt und genau wissen wollt, was sie da sehen wollen. Und es sind halt 90% der Professoren und Professorinnen und ProfessorInnen, die wollen gepleased werden. Die wollen, dass du denen ein bisschen die Poperze kraulst und sowas, damit die sehen, ja, okay, der will von mir unterrichtet werden. Fühle ich ja auch. Das hast halt da einen Lehrstuhl, die sollen dich geil finden wollen, sollen dein Wissen lernen wollen. Ist ja auch alles gut. Ist halt nicht mein Ding, aber. Schnelle Zeichnungen irgendwie. Zeig mehr! Ja, irgendwie so schnelle Zeichnungen. Ah, das mit den Strichen. Das ist gut. Orten, das ist nicht gut. Von meiner Reise auch. Manchmal so kleine Sprüche dazu. Na, keine Sprüche. Da waren super interessante Sachen drin. Warum zeigst du das nicht? Ja. Dann als nächstes habe ich eine Serie mit reingenommen. Und zwar sind das so DIN A4 Bilder auf braunem Papier. Das sind auch eher schnellere Zeichnungen. Und zwar stellt das Szenen da von einer Zugfahrt
Steht ja auch hier oben. Und dann habe ich immer so die Uhrzeit dazu geschrieben. Das ist natürlich nicht wirklich auf der Zugfahrt entstanden, aber irgendwie fand ich die Idee ganz lustig. Und es ist völlig okay, sowas zu faken. Ich würde aber niemals, also jetzt das in dem Video zuzugeben, finde ich super gut. Aber so in der Mappenberatung würde ich niemals sagen, das ist nicht auf der Zugfahrt entstanden, sondern tu da schon eher so, als wäre das eine schnelle Skizze gewesen. Und da finde ich die Skizzen auch gut. Es wäre fast noch schöner, wenn die noch schmutziger wären, weil die, ich glaube, hätte sie, und sie kann ja schön malen, hätte sie die wirklich auf der Zugfahrt gemacht, hätten die einen ganz anderen Flair noch. Statt, die wirken sehr sauber, die sind trotzdem gut und schön, aber ich glaube, es wäre einfach noch mal so ein Ticken, ja, so ein Ticken wurstiger geworden. Und das, mir persönlich fehlt das. Genau, ich finde es auch ziemlich cool, so auf braunem Papier mit so weißen Highlights. Und ja, also ich habe das dann im Nachhinein von Fotos abgezeichnet. Das ist auch immer gut, von Fotos abzeichnen. Das, also wenn man die selbst gemacht hat, das erleichtert einem im Leben so viel. Ich mal auch hauptsächlich von Fotos ab, die ich selber mache. Also meine Motivvorlagen mache ich alle mal selbst. Die nächste Arbeit ist eigentlich jetzt nicht speziell für die Mappe entstanden. Und zwar habe ich mein Klavier bemalt. Und das ist so ein bisschen im Lockdown entstanden und hat mir total viel Spaß gemacht. Und da habe ich eben die Fotos dann ausgedruckt. Ich finde es auch total schön geworden. Mir gefällt es ultra gut. Ich mag das. In Offenbach in der Uni wäre es zum Beispiel nicht gut angekommen, da ein Auge drauf zu malen, weil die das einfach zu oft sehen. Aber rein optisch finde ich das total gelungen. Mir gefällt es voll gut. Und ich finde es auch gut, wenn man sowas mit in die Mappe reinnimmt. Wie gesagt, in Offenbach zur damaligen Zeit, als ich da noch war und auch als ich die Mappenberatung da gegeben habe für Schüler, da wurden so Augenkrams, wurde immer abgelehnt. Aber ey, wenn du Bock auf Augen hast, mal die. Die sollen sich einfach ins Knie streicheln. Und hier sozusagen. Ich mag das voll. Aufgeklebt. Auf jeden Fall habe ich dann passend dazu noch weitere Instrumente bemalt. Habt ihr den Berg gesehen, diesen Busenberg? Den mochte ich auch, diesen Bergfrau, fand ich cool. Mochte ich. Weil ich das ganz cool fand oder allgemein so Bock hatte mal auf irgendwie andere Malgründe oder Untergründe als Leinwände nutzen. Das ist übrigens auch sehr wichtig. Ich mache viel zu oft Pause. Es tut mir leid, es wird ein super langes Video. Wir haben extra ein kurzes genommen, damit ich nicht so lange reagiere. Aber das tut mir jetzt schon leid. Super gut bei solchen Mappen. Verschiedene Untergründe. Das hat sie genau richtig gemacht. Probier da einfach alles aus. Die meisten, die kommen da mit Pizzaschachteln an und sowas. So super arty-farty. Aber nimm halt tatsächlich einfach Müll, der bei dir zu Hause rumliegt. Mach das so. Ja, eine Pizzaschachtel liegt auch bei dir zu Hause rum. I know, aber, keine Ahnung, die Bäckertüte oder was weiß ich, mal mit dem Fett von deinem Lachsbrötchen oder fettiges, veganes Fleisch. Ich weiß gar nicht, meine veganen Sachen sind meistens trocken. Es gibt einen guten veganen Fleischsalat, der ist sehr fettig, damit könntest du dann zum Beispiel malen. Mal einfach, zeig, dass du Kunst aus dem Moment schaffst und mal mit allem, was dir so entgegengeworfen wird. Das war auch ein bisschen blöd, ich habe in meiner Mappe halt ziemlich viele Sachen oder ich habe immer auf Leinwände gemalt und am Ende musste ich das alles so vom Keilrahmen abspannen und irgendwie aufkleben. Also ja, das ist schade. Ich würde empfehlen, nicht auf Leinwände zu malen oder wenn dann auf Leinwandstoff. Da hat sie vollkommen recht, weil das viel zu sperrig und zu groß ist. Ganz viele Unis haben auch Regeln, wie groß das sein darf. In Offenbach war das, das muss durch die Tür passen und du musst es selbst tragen können. Aber da hat sie vollkommen recht, auf Leinwand malen lohnt sich nicht wirklich. Aber halt nicht. Das ist so extra Arbeit, die man dann am Ende hat, ja, die man sich eigentlich auch sparen kann. Absolut. Ja. Hier habe ich eben auch noch ein Foto von der Kalimba, die ich bemalt habe. Dann hier eine Gitarre, die habe ich für einen Freund bemalt. Auch cute. Und noch eine Geige. Das sind jetzt Sachen, die finde ich jetzt eigentlich gar nicht so für sich stehen oder so besonders sind, aber halt so als Serie, diese ganzen Instrumente, fand ich, hat es ganz gut gepasst. Das stimmt. Dann habe ich hier noch eine bemalte Kommode, die auch noch so mehr oder weniger zu den Instrumenten passt oder halt eben auch. Ja, zu diesem Möbeldesign und sowas finde ich eine sehr stimmige Serie, auch wenn das jetzt nicht so die Motivwahl ist, die ich gewählt hätte mit den Betenden, also nicht Betenden, mit diesen empfangenden Händen und so. Aber es sieht gut aus, es ist gut gemacht, die Farben sind schön und es ist gut, sowas in die Mappe mit reinzutun, zu 100%. Nicht eine einfache Leinwand ist. Genau, das war so eine Ikea-Kommode, die mich irgendwie ein bisschen
gestört, hat mein Zimmer. Finde ich gut. Und jetzt gefällt es mir besser. Absolut. Richtig schön. Die nächste Arbeit ist wieder eine Serie, die auch nicht auf normalem Malgrund entstanden ist, sondern auf Karton. Und zwar sind hier demonstrierende Menschen dargestellt. Da habe ich probiert, so ein bisschen schneller zu malen. Das war sowieso so ein bisschen meine Mission in der Mappe, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich nicht so, so frei male. Und ich hatte irgendwie gedacht, das kommt bestimmt, oder das wollen die bestimmt sehen, was ich aber nicht bestätigen kann, was, glaube ich, auch nicht stimmt. Aber das war in meinem Kopf halt so. Und genau, da habe ich so relativ schnell, keine Ahnung, 20 Minuten oder so. Super interessant. Diese Bilder gemalt und im Endeffekt ist es auch. Allein, dass das nicht gefüllt ist, sondern dass sie Hauttöne nur andeutet, sich gar keine Zeit nimmt für die Augen oder sowas, ne? Weil darum ging es ja gar nicht bei dem Bild. Es geht ja um diesen Akt und den stellt sie dar und das hat sie gut gemacht, wie ich finde. Ich bin immer gegen erklärende Schrift auf Bildern. Also wenn es zum Motiv passt und Teil des Motives ist, ja. Wenn es eine Erklärung zum Bild ist, nein. Aber das ist wirklich schön gemacht und ich liebe es, wenn Leute mit Pinsel auf Pappe malen, weil das so eine schöne Struktur gibt. Das ist auch so ein bisschen das, was ich auch heute in der Kunstakademie mache, also jetzt zur Zeit, dass ich in dem Stil so ein bisschen weitergemacht habe. Schön. Ja. So, dann der nächste Themenbereich, den ich so behandelt habe in der Mappe, ist das Thema Selbstliebe oder sein Körperlieben, Körperbehaarung. Ist ein beliebtes Thema in Mappen. Selbstliebe, das innere Kind und den ganzen Gedöns. Und ich finde das auch gut. Und ich mag, dass sie Körperbehaarung gesagt hat. Das finde ich total gut. Das ist eh ein Thema, was viel zu wild ist. Ich habe letztens meinen Arm in der Insta-Story gehoben und dann hat man Achselhaare gesehen. Ich schwöre, da hat dann einer gefragt, warum Achselhaare? Und ich habe erklärt, dass ich halt Mensch bin, der Haare hat, und das Video hat 1 Million Views gehabt, nur weil sich so viele komische Bertholds drüber aufgeregt haben. Und dazu habe ich diese drei Gemälde angefertigt. Schön. Man sieht eben bestimmte Körperteile und die Behaarung und ja, dass das halt völlig normal und natürlich ist. So, dann bin ich erstmal beim Thema Körper geblieben und habe dazu Zeichnungen angefertigt. Ja. Sieht man eben auch, ja, behaarte Körper. Oh, oder schön. Ich liebe es, dass da nur die Silhouette so angedeutet ist. Ich wollte gerade auf meinen Bildschirm zeigen, aber seht ihr die Zeichnung, bei der die Frau die Arme so hebt? Ich liebe das. Die ist wunderschön und auch, dass das in die Zeichnung in der Mitte übergeht, das ist super gut gemacht. Richtig toll. Und auch dieser realistische, flache, hautige Hintern. Meiner sieht genauso aus, ne? Ist überhaupt nicht judgy. Der Hintern ist trotzdem wunderschön. Aber das finde ich richtig schön. Die gefallen mir super gut. Und da würde ich auch sagen, das war ein relativ schneller Strich. Das war eine recht schnelle Zeichnung, aber die wirkt ehrlich, die wirkt ernst, aber leicht. Das ist wunderschön. Viel, viel stärker als zum Beispiel das erste Bild. Das, wenn ihr euch erinnert, ist ja schon eine Viertelstunde her, 20 Minuten, es tut mir so leid. Das ist so viel stärker als das Bild am Anfang. 100-mal besser. Also besser ist natürlich immer ein sehr subjektiver Begriff, aber in meinen Augen 100-mal stärker. Eben einfach natürliche Körper. Das sind eben so Skizzen, die wahrscheinlich jetzt nicht krass überzeugend waren oder krass ausschlaggebend waren für die Mappe. Aber garantiert sogar. Ich habe es hier reingenommen. Ich habe allgemein lieber zu viel als zu wenig reingenommen. Auch noch später kommen Sachen, die mir eigentlich von Anfang an nicht so gut gefallen haben. Irgendwas hat mich dann doch immer dazu gebracht, das lieber mit reinzunehmen. Deswegen, ich habe echt einige Skizzen. Na, das ist nichts für mich. Da sieht man, das ist zu schön, das ist so ausgearbeitet. Ne? Ich glaube, sie hat die eine am Anfang gemacht, hat dann gemerkt, das ist ein guter Vibe und hat es da versucht zu verbessern. Ich würde sagen, also wenn ich raten müsste, wäre das, glaube ich, die chronologische Reihenfolge der Zeichnung, weil die finde ich schwach und die am Anfang war stark. Vom menschlichen Körper einfach mit reingenommen, das hat mir auch total viel Spaß gemacht. Oh, schöne Perspektive und mit dem Fuß. Das habe ich hier auch jetzt an der Kunstakademie so ein bisschen weiterverfolgt, weil hier eben ein Aktzeichnenkurs angeboten wird. Und ja, besucht sowas, Aktzeichnenkurse. Wenn ihr da irgendeinen findet, besucht das. Das ist so gesund. Wenn ich mir das so anschaue, habe ich mich auf jeden Fall in eine ganz andere Richtung auch entwickelt. Und ich würde das heute wahrscheinlich auch nicht mehr so machen. Glaube ich. Ja, und hier sieht man noch ein paar Menschen, die Yoga machen. Da ich mir auch so ein bisschen vorgenommen habe,
paar verschiedene Medien ausprobieren. Habe ich damals noch mit einem ausgeliehenen iPad auf Procreate so ein paar Sachen ausprobiert. Und da habe ich dann so Comics gemacht zum Thema Veganismus. Also hier sieht man eben ein kritisches Comic zum Thema Milchindustrie. Und genau, und hier sieht man auch nochmal Szenen zur Massentierhaltung. Und hier ist eben ein Hund dargestellt, ein Haustier statt ein Nutztier. Und dazu habe ich dann noch weitere Sachen gemacht. Also das ist auch nicht schlecht, es wäre mir persönlich einfach zu oberflächlich in der Darstellung, zu plakativ einfach. Das ist ausbaufähig, aber es war eine Bewerbungsmappe und dafür ist es völlig okay. Ich glaube, jetzt würde sie da sehr viel spontaner und kreativer rangehen als da, weil man sehr oft auch verkopft bei so einer Mappe. Und wenn sie sagt, sie hat das gemacht, um noch andere Medien mit reinzunehmen, glaube ich, war das auch Teil des Prozesses einfach, also Teil des Problems im Prozess. Ich glaube, das hätte auch besser sein können. So. Zum einen habe ich hier... Oh, schön, liebe ich. Oh, schön. Diese zwei... Gut. Das Gemälde so angefertigt, das waren eigentlich zwei Leinwände, die ich auch wieder aufwendig vom Keilrahmen abgezweckt habe und dann hier so auf dem Papier geklebt habe. Mega. Genau, man sieht... Es ist total schade, dass das... Oder was heißt total schade? Natürlich hätte das leichter ineinander gehen können. Ne? Die Nase von dem Hund hätte fließender in die Kuh übergehen können. Aber die Augen und sowas, das ist sehr stark. Sehr stark. Man hätte es anders ausarbeiten können. Aber hätte Fahrradkette, das ist wunderbar gut. Eben dann zur Hälfte Hund, zur anderen Hälfte Kuh. Und das ist auch nicht unbedingt für die Mappe entstanden. Sondern eigentlich, also beziehungsweise ich habe halt schon viele Arbeiten extra für die Mappe gemacht. Ich habe ja auch einen Mappenkurs gemacht, aber das war eher sowas... Für mich, was voll mir gut. Aber auch so gefallen hat. Und ich glaube auch, hätte sie es einfach auf eine Leinwand gemalt, dann wäre der Übergang stimmiger geworden. Aber vielleicht sollte auch ja dieser Bruch da sein. Und dann passt es natürlich wieder. Ne? Das ist die Frage, wie man da rangeht. Ich persönlich hätte geraten, das ohne den Bruch zu machen, einfach den Übergang zu zeigen, damit zwischen Haustier und Nutztier etwas Fließendes ist, weil ja beides Leben bedeutet. Aber ich finde das wirklich sehr gut. Sehr gut. Thematisch einfach gepasst hat und deswegen habe ich es auch noch mit reingenommen. Dann viel stärker als das Procreate-Ding zum Beispiel. Wollte ich auch unbedingt noch was Plastisches mit reinnehmen, auch nochmal zum Thema Spezizismus. Eine Hundeschnauze und eine Kuhschnauze. Ah, gut. Und im unteren Bild sieht man eben, dass die Kuhschnauze mit Blut befleckt ist. Ja. Die nächsten zwei Arbeiten sind, finde ich, ziemlich random in dieser Mappe drin. Wurde mir auch im Mappenkurs gesagt, dass ich halt Insekten zeichnen soll. Und das habe ich dann auch gemacht mit Kuli. War relativ zeitaufwendig. Glaube ich. Dafür, was es im Endeffekt ist. Und ich glaube, dass ich es wirklich nur reingenommen habe, weil es einfach lange gebraucht hat. Und dann dachte ich so, das wäre sonst irgendwie unnötig gewesen. Genau, und hier sieht man eben einmal eine Wespe aus verschiedenen Perspektiven. Hat man gerade die Wespe gesehen? Und hier noch ein Hirschkäfer. Also gut gemacht, aber halt unspannend. Aber schön mit dem Kuli, sowas mag ich. Das Thema war so Thema Traum. Das sind zwei Traumbilder. Einmal hier noch mit so einer Seite aus dem Traumtagebuch. Und hier auch nochmal, das ist ein Albtraum. Diese zwei Bilder sind ziemlich krass am Ende meiner Mappenvorbereitung so entstanden. Und das sieht man, finde ich, auch. Also ich hatte irgendwie gar keine Energie mehr und ja, habe mir halt so in den Kopf gesetzt, diese Idee, und fand die Idee, oder finde ich, auch immer noch gut, aber die Umsetzung einfach irgendwie nicht. So, das ist ein bisschen lieblos alles. Sie hat eine wunderschöne Selbsteinschätzung, möchte ich mal dazu sagen. Also sehr, 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 sehr reflektiert, wirklich. Die Idee ist schön und ich mag zum Beispiel voll, dass das mit Gafferband da drauf geklebt ist. Aber man spürt, da war die Luft einfach raus, da war die Kraft nicht mehr da. Da wollte sie gerne fertig sein. Das ist auch völlig normal und total legitim. Und ich liebe es, dass sie das sieht. Da habe ich da nicht mehr so viel Arbeit reingesteckt und... aber sind halt genau trotzdem mit drin, würde ich heute wahrscheinlich auch nicht mehr mit reinnehmen. Die letzte Arbeit ist eine Fotoserie. Ich beschäftige mich eigentlich gar nicht so viel mit Fotografie, aber fand es ganz lustig,
weil mein Zimmer einfach schrecklich aussah während diesen 2-3 Monaten, wo ich die Mappe gemacht habe. Und das habe ich eben dann vom Hochbett so fotografiert. Lieb ich. Ja, man konnte halt wirklich keinen Fuß mehr in dieses Zimmer setzen. Genau, aber das war ganz wunderschön. Mappe. Ich hoffe, dass es euch vielleicht irgendwie geholfen hat oder euch ein bisschen Inspiration geben konnte. Aber wie gesagt, das ist nur eine Mappe von vielen, die angenommen wurde. Alle sehen anders aus, alle sind anders. Wie auch immer, das ist jetzt nicht so der eine Weg, das zu wuppen. Aber genau, vielleicht hat es euch trotzdem geholfen. Und genau. Jawohl. Also ich bin ultra überrascht. Das war ein total gutes Video. Das hat mir gefallen. Das geht, Freunde. Ups, das hat mir gefallen. Das war super reflektiert. Das war schön. Ich habe mal meinen Senf dazu gegeben, was ich stark und was ich weniger stark fand. Aber wie sie gesagt hat, so eine Mappe, die sieht immer anders aus und die muss zu dir passen. Man muss das spüren, dass das einfach deine Mappe ist, dass das dein Ding ist und sowas. Und ich mag das sehr, wie sie da rangegangen ist an das Video. Ja. Und wie relevant ist meine Meinung? Nicht. 26 Minuten eures Lebens über Dinge geklaut, die im Prinzip keiner wissen muss. Aber ja, ihr hattet wahrscheinlich sonst auch nichts Besseres zu tun. Also vielleicht ist noch interessant, ich bin hauptberuflich Künstlerin seit 15 Jahren. Nur, dass man weiß, warum ich mich mit sowas beschäftige. Das macht meine Meinung aber nicht valider oder sowas. Macht die weder interessanter, noch wichtiger, noch besser. Ich bin einfach nur irgendeine Jule aus dem Internet und mein Handy klingelt. Tschüss.